Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur neuen Kreuzworträtselrunde. Und wie ihr vielleicht im Hintergrund so ein bisschen sehen könnt, sitze ich heute in einem wunderechten Zug. Ja, und tatsächlich dachte ich mir, wenn ich sonst keine Zeit heute für die Rätselrunde habe, dann muss ich das eben jetzt machen. Ja, so, und dazu sei natürlich gesagt, ich habe ja in der letzten Folge schon einen Hang dazu bewiesen, dass ich der alleswissende Rätsler sein kann. Heute bin ich mal der alleswissende Erzähler. Das Schöne ist, das merkt man mir gar nicht so sehr an, denn ich habe eine Maske auf, was ja im Zug notwendig ist. Das Ding ist, dass das ganze Video ist natürlich nachvertont und ich habe mitbekommen, ich bin relativ schnell gewesen. Also vielleicht ist nicht labern auch mal eine ganz gute Idee. Das Schöne ist, ich kann ja mal versuchen, ob ich mich so halbwegs gut vertont bekomme, ohne dass es auffällt, dass ich da hier nur drüber spreche. Ja, jedenfalls, dazu sei gesagt, ich gehöre nicht zu der Sorte von YouTubern, die ihr Hobby in der, sagen wir mal, in der Öffentlichkeit so ausüben, wie sie es zu Hause machen würden. Weil ich einfach finde, dass andere Leute könnten sich dadurch genervt oder gestört fühlen. Und deswegen, ja, hört ihr das Ganze jetzt mal so mehr oder weniger nachvertont. Ich hoffe, das ist okay. Was haben wir denn hier? Eine Musikrichtung. Und das ist R&B gewesen. Ja, die Tropenpflanze, Frucht natürlich, die Banane. Versammlungsraum war die Aula, mal wieder. Gab es mal öfter. Hasi, war das Schatzi? Ja, ja. Das lief alles so super. Ich könnte ja jetzt spoilern, wie super das gelaufen ist, aber seht einfach selbst, der Zug hat sich übrigens mittlerweile in Bewegung gesetzt. Tatsächlich, während der Aufnahme habe ich so gedacht, na hoffentlich kommt jetzt nicht irgendwie eine Fahrkartenkontrollperson und kontrolliert meine Fahrkarte. Ist zum Glück, Entschuldigung, wenn das jetzt ein Spoiler wird, nicht passiert. So, was haben wir denn? Wir haben gerade Böhmen gewusst. Die Kajüte ist die Kabine, ganz genau. So, Zugangsdaten, Login, natürlich, habe ich noch hinbekommen. Und da bin ich auf die Leertaste gekommen, ja, plötzlich so weit runtergerutscht, alles okay gewesen soweit. Hab das Fenster nochmal gerichtet und mich dann an Paris gemacht, an die Stadt der Liebe. So, und Biersorte war nicht aller, sondern Ale. Kampfstätten sind natürlich die Arenen, tranig, ist ranzig. Jo, alles super gelaufen, muss ich sagen. Also das erste Kreuzworträtsel an diesem Tag, das war superb. Kann man denn einfach nichts dagegen sagen. So, denn absichelnde Sensen. Jo, und dann hatten wir noch Teil des Bienenstocks, ist natürlich die Bienenwabe. Kurzware. Ich hatte keine Ahnung, was die da wollten, aber das Wort Tanz kam mir irgendwie so in den Sinn die ganze Zeit schon. Ich hatte immer noch keine Ahnung, glaube ich, als ich dann den richtigen Buchstaben gefunden hatte. Und zwar, noch nicht, nein, ich verrate nicht, wann es kommt, weil ich selbst nicht mehr weiß mittlerweile. Es war nicht Sand, es war Band. Was auch immer Band mit Kurzware zu tun hat, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, Tierrohfutter, zum Glück wusste ich das, das war Barf. Die biblische Landschaft Saba kenne ich übrigens nicht. Ist mir beim Rätseln gar nicht aufgefallen, dass es die da so gibt. So, Kurstädtchen. Ja, in dem Falle habe ich übrigens mal wieder versucht, das Lösungswort erstmal rauszufinden. So, die Militärführung, ja, mittlerweile weiß ich's, das ist so mies. Ja, Abkürzung Adjektiv habe ich gewusst. Dann wusste ich nämlich, dass da ein D hinkommt und damit bei der 8. S steht. So, dann Vogeldünger. Oh Gott, was war denn das nochmal? Hilfe! Englischer Showtanz. Boah, da habe ich auch ewig gebraucht, um da drauf zu kommen. Großer Vogelkäfig. Ja, mittlerweile klar, aber vorher männlicher Artikel war auch klar. Das Tierkleid war klar. Ungebunden ist auch klar gewesen. Kam öfter mal in den Kreuzworträtseln vor und dementsprechend kannte ich mich da schon aus. Ja, aber trotzdem, bei dem Kurstädtchen, da hatte ich schon so eine Vermutung gehabt. Aber ich habe es tatsächlich noch
eine ganze Weile rausgeschoben, das auch wirklich zu glauben. Nämlich so weit, ja, bis ich irgendwann angefangen habe, das... Moment mal, ich kann ja jetzt so tun, als hätte ich das Lösungswort gewusst. Woher wollt ihr denn wissen, dass das nicht so war? Was war denn nochmal das Lösungswort? Es war nicht Karawane, das war ein anderes. Okay, was war denn das nochmal? Okay, die zwei war das, dann das. Ach genau, das Lösungswort. Ja, natürlich, das habe ich von Anfang an gewusst. Das Lösungswort war Bosporus. Nein, natürlich nicht. Ganz ehrlich, ich hab irgendwann aufgegeben, einfach so mir das anzugucken und also diese ganzen Sachen, wo ich da Worte eintragen soll, die ganzen Fragestellungen, und habe dann irgendwann angefangen, wirklich was einzutragen. Ich weiß nicht wann, aber ich weiß, ja, irgendwann war das. Auserlesen, ach Gott, ey, aber da waren auch fiese Worte dabei. Ich guck mal gerade so ein bisschen selber. Das ärmellose Jäckchen, das wüsste ich jetzt schon wieder nicht mehr. Den Vogeldünger, gerade nicht. Gastgeber, mittlerweile ja. Hat auch eine Weile gedauert, bis ich es hatte. Karikatur hätte ich ohne Buchstaben nicht gewusst. So, genau, jetzt fange ich an, das einzutragen. Mensch, ist ja schön, dass ich mir auch mal zugucken kann bei dem Ganzen. Ach, schön. Und ich muss nicht mal mehr miträtseln. Ach, das könnte ich jedes Mal machen. Einfach nur mal das Ganze so aufnehmen, während ich rätsel, und dann irgendwas drüber labern. Übrigens, ja, Kram war für mich wieder Tant. Ich mag dieses Wort heute irgendwie. Hatte ich vorhin in einem anderen Rätsel ja auch schon. Ja, keine Ahnung. Ach so, ja, jetzt weiß ich wieder, was der Kram für ein Zeug war. Genau. Ja. Was gibt's noch? Den Roy als König. Ja, ja. Das ärmellose Reckchen. Oh ja, stimmt. Ah. Jetzt weiß ich wieder, was das war. Ja, jedenfalls, wir machen das mal weiter mit Tierfell und ungebunden gleich frei. Und hier. Die Kränkung ist natürlich, ja, die Afferei. Nein, war es nicht. War es nicht. Ach genau, ja, jetzt, ich weiß wieder, was das ist, aber ihr werdet es ja selber dann sehen. Ich will ja hier nicht spoilern. Ich möchte euch nur erzählen, es war schön, da wo ich hingefahren bin. Ja, ja. Weihnachten mit der Familie verbringen, kann man ja auch mal machen, sollte man machen. Man sollte aber natürlich die eigenen Gewohnheiten nicht vernachlässigen, und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir doch trotzdem mal unser Kreuzworträtsel. Und wenn es im Zug von A nach B ist, ja, hat ja soweit auch geklappt, tatsächlich. Also, wenn ihr mal irgendwo Zug fahrt, macht doch währenddessen ein Kreuzworträtsel. Ihr solltet es nur laden, während ihr eine Internetverbindung habt. Ja. Denn, sonst kriegt ihr das nicht angezeigt, natürlich. So, dann haben wir die Karikatur. Das war ein Cartoon. Ja. Monogamie, die Einehe. Auch nicht, kein neues Wort. Ausruf des Verstehens. Aha. Abmachung. Ja, wollte ich eigentlich auch so rum eingeben und nicht. Ja, da habe ich mich vertan. So schnell ich auch bei dem ersten Teil war, so viel Zeit habe ich gebraucht bei dem zweiten Teil. Das war eigentlich voll schade, denn der erste Teil war in Rekordzeit, in unter 4 Minuten oder so. Das war schon. Da habe ich gemerkt, wie viel Unterschied das macht, wenn man einfach mal nicht drüber labert. Ja. Und dann hatten wir unseren Deal, Probelabfall ist ersparen. Und dann, oh, chemisches Element, naja gut, da kann ja nur ein Vokal reinkommen. Habe ich, glaube ich, erstmal hinten angestellt, oder? Habe ich es probiert? Ja, ich habe es hinten angestellt. Ach, ich kenne mich gut, ich kenne mich sehr gut. So, Abkürzung Konto war KTO, ja, wie immer. Habe ich dann weitergemacht. Beim englischen Showtanz definitiv nicht. Da war ich noch nicht, hatte ich noch nicht eine Ahnung, was die meinten. Ja. Die Militärführung habe ich dafür endlich dann gewusst, den Stab nämlich. Ja, und unten rechts, wie man sehen kann, wird sich so langsam schon das Lösungswort, welches ich natürlich, ja, von Anfang an wusste. Haha.
wird es sich bilden. So, ärmelloses Jäckchen. Kriege ich es mit denen? Ja, mit denen kriege ich das schon hin, mit den Buchstaben. Aber vor allem, ich kann mir unter einem Bolero jetzt bildlich gar nicht mal was vorstellen. Lustigerweise kenne ich aber eine, eine Firma oder ein Hersteller oder eine Marke für Tütengetränke, also aus Pulver, die heißt genauso. Soll bitte keine Schleichwerbung sein. Das ist aber das erste Mal, wo ich dieses Wort überhaupt je gehört habe. Ja, griechische Göttin, ausnahmsweise mal meine lieblingsgriechische Göttin Hera. Das Fußglied, ja, was war das nochmal? Ach. So, verachten. Ach, Mann. Der Vogeldünger. Warum habe ich da ein U eingegeben? Ja, jedenfalls, ich hatte gerade da so eine Idee gehabt, was da reinkommen könnte, glaube ich. Es ist nämlich der Stepptanz. Ja. So, und dann war mir auch klar, verachten ist verpönen. Ach, ein wunderschön verpönt, schönes Wort. So, die C ist das Fußglied, dann haben wir noch Auserlesen, Edel. Und dann kommt der Kram, wie gesagt, vorhin schon Zeug. Was? Guano? Achso, ah, die 7 hatte ich eingegeben, weil mir da endlich das Lösungswort klar war. Ja, klar. So, dann musste ich nur noch einen Vokal finden und dann war's das sogar. Jo, alles geschafft, alles perfekt. Ich guck nach draußen, sehe, wir haben neben uns mittlerweile auch ein Stück Bahnhof gehabt. Und da laufen Leute lang. Och, herzlichen Glückwunsch, Sie sind in einem YouTube-Video und ja, damit gab es nicht weiter viel zu sagen. Ich bin raus und es war eine schöne Aufnahme. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!